Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ja, wir sind noch im Megaton, aber wir machen uns jetzt auf dem Weg zum Super-Duper-Mart, um für Moira zu gucken, ob wir dort noch was zu essen und was zu trinken finden. Dort ist der Super-Duper-Mart. So, ich konnte noch nicht kontrollieren, ob übrigens das Radio gesperrt wird. Also, ob die Videos dadurch gesperrt werden oder demonetarisiert werden, das werde ich alles noch sehen. Und das wird sehr lustig dann sein. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. So. Ah, Moment, Moment. Ach, da oben. Da, nee, nee, da unten war das. Genau, genau. Unten war es, unten war es. Hä? Wo laufe ich hin? Welche Aufgabe? Der tritt in seine Fuß... Nein! Überlebenshandbuch. Also wir machen die Hauptquest auch noch, aber ich finde die Hauptquest bei Fallout 3 ist sogar ganz in Ordnung. Aber, ja. Gehört nicht zu den besten Hauptquests, die man so spielen kann. Wenn ihr wisst, was ich meine. Gibt es irgendwo einen Gegner? Da ist ein Gegner. Oh, da sind Hunde. Oh! So, das war viel Munition, was ich verschwendet habe. Nehmen wir mit. Habe ich nicht mitgenommen, ne? Habe ich nicht. Nein, habe ich natürlich nicht mitgenommen. So. Da ist schon der Super-Duper-Mart. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir Fäuste. Hier haben wir den Schläger. Ne, den Basie. Und da das Luftgewehr. Ich glaube, das benutzen wir mal kurz. Also, was heißt mal kurz? Ich glaube, das benutzen wir einmal. Um uns auf dem Weg zum Super-Duper-Mart zu machen. Und hier kommen wir nicht durch, ne? Das ist tragisch. Ich dachte, das wäre da hinten auch noch offen. So. Ja. Aber man muss ja eins sagen, die Gegend hier, ich finde, die haben sie in Fallout 3 richtig gut hinbekommen. Ab da war es so Fallout 4, was war das? Fallout 4, Fallout 76, Fallout New Vegas hatte auch noch ein geiles Gebiet, aber ich finde von der Map her ist, der Mond sieht auch geil aus, aber ist von der Map her ist einfach dieses Spiel mit das Beste, was wir hatten. Aber was, also welche wir hatten. Ich bin John Henry Eden. Da sind ein paar. Okay. Ich glaube, der macht nicht viel Schaden. Ich glaube, damit machen wir nicht viel Schaden. Oh, ich glaube, das war doof. So, den ersten haben wir. Na, na, na. Doch. Nein, 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 weg! Hallo! So, wir müssen auf jeden Fall... Achso, wir haben noch Gefahr. Wo ist denn da Gefahr? Da. Ja, so treffen wir den nicht. Wir gehen mal näher. Weg! Was haust du ab? Junge, er rennt einfach weg. Was soll das denn? So, die Jagd... Oh, wir haben ein neues Level. Wir nehmen mal alles mit und leveln mal. Yay, laut. Ich gehe auf Sprengstoff 23. Es hat Gründe. Ihr wisst Bescheid. Dietrich passt erstmal. Also, erstmal. Wissenschaft gehen wir auch mal auf 30 hoch. Und Sprache, ne, das geht auch noch. Auf kleine Waffen gehen wir noch ein bisschen, würde ich sagen. Ja, das geht erstmal. Dann haben wir jetzt noch hier kleine Waffen und reparieren. Ich glaube, Nahkampfwaffen und Sprengstoff. Ich glaube, ich mache den Little League-Spieler sogar mal. Ich glaube, ich mache den Little League-Spieler. Oh nein, nicht zurück. So, dann haben wir nämlich die Sprengstoffe auf jeden Fall voll. Und ich finde, das ist auch... Mit diesen Fertigkeiten finde ich es ganz geil. Also,
Oh, eine Nuka Cola Quantum. Das ist übrigens noch eine Sache, die man sammeln kann, die man später verscherbeln kann. Fällt mir gerade ein. Also, auch nicht schlecht. So, nehmen wir alles mit. Wir gucken gleich nach, was wir so bekommen haben. Oh, eine chinesische Pistole. Ja, nehmen wir alles mit. Noch können wir tragen, dann können wir auch mitnehmen. Munition wäre auch gar nicht, nicht schlecht, wenn wir mehr finden würden. So. Dann gucken wir doch mal nach, was wir hier so gefunden haben. Wir haben einmal eine 10mm Pistole gefunden. Ein Baseballschläger noch. Ich glaube, das ist sogar der bessere Baseballschläger. Und, ja. Den werden wir mal ausrüsten. Die beiden, ne? Oh, die können wir doch bestimmt reparieren, oder? Bleibt beim gleichen Schaden, 11% Zustand. Ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Weil die sind auch einiges wert, wie ihr seht. Also die machen schon, machen schon Gewinn. Jagdflinte, natürlich geil. Moment, auf 3 haben wir... Ah, das Luftgewehr. Das ersetzt man mit der Jagdflinte, weil die ist auch nicht schlecht. So, ein Nagelbrett. Wir lassen... Ja, den Schlagring können wir mal wegwerfen. Der bringt ja überhaupt keine Kohle. Können wir den reparieren mit dem Basie hier? Ja, konnten wir. Bringt uns jetzt nicht so viel, aber ich hätte den weggeworfen sonst, weil... Ja, Preis-Leistung, ne, war auch nicht so gut bei der Sache. Also bei der Waffe. Ja, die macht halt keinen Schaden. Die Jagdflinte macht ordentlich Schaden. Haben aber halt auch nicht so viele, so viel Dings. So, Lichtbogenhelm. Bringt nix. Weg. Wir haben jetzt Panzer, gibt 12 und unser Helm gibt 2. Jetzt müssen wir gucken, Gewicht 15, Wert 15. Ist nicht das Beste. Ist nicht das Beste, ne. Überhaupt nicht. Die Steppenrüstung, die Sadistenrüstung, könnten wir mal mit der Sadistenrüstung fertig machen. Und den Wert schon ein bisschen gesteigert, würde ich sagen. So kann es doch mal gehen. So, dann haben wir noch Steppenrüstungen. Einmal eine gute, einmal eine nicht so gute. Die können wir mit der Steppenrüstung hier zusammenhauen. So. Er müsste, ja, die sind dann auch wieder mehr wert. Aber wir haben uns halt Gewicht gespart, das ist das Wichtige. Das Tunnelschlangen-Outfit behalten wir erstmal. Laboruniform. Ja. Ich sag mal so, das passt erstmal alles. Wir haben noch, wir haben reichlich Platz. Hundefleisch, wir haben eine Quantum, das ist auch gut. Ja, machen wir weiter. Die Folgen sind nur eine halbe Stunde, das heißt, es ist nicht ganz so viel Zeit, ihr wisst Bescheid. So, das ist noch ein anderer Automat, ne? Ja, Nuka Cola nehme ich immer mal mit. So. Ist hier noch was? Im Mülleimer vielleicht? Nein. Also ich sehe hier sonst auch nichts, aber ich will jetzt immer was versuchen. Wir müssen... Jawohl, wir sind in der Nähe vom Radio... Galaxy News Radio. Ich wollte schon sagen, Radio Enklave, nein. Vom Galaxy News Radio. Und das machen wir erstmal an. So. Hier werden wir uns mal ein bisschen... verstecken. So. Mal eine Frage an alle treuen Hörerinnen und Hörer. Habt ihr schon mal einen? Da ist einer. Da habe ich einen gesehen. Ich meine keinen dieser verschrumpelten schwarzen Dinger. Oh, Vorkriegsgeld nehmen wir natürlich mit. Also wir kommen nicht drum rum, die, glaube ich, wegzuballern. Beziehungsweise könnten wir schon, aber ich fand das immer dämlich. Ich finde, die Raider hier sollte man auch dann schön wegziehen. So. Okay. Spoilert er jetzt rum?
Ah, nee. Nee. Es gab, glaube ich, mal einen Bug, da hat FreeDog hier absolut rumgespoilert. So, hier ist keiner. Nee. Dandyboy Äpfel, Salisbury Steak. In diesem Spiel, sag ich mal, ist das Essen nicht ganz so von Belang. Bringt auch halt nicht so viel Geld. Achso, ja, wir müssen das ja mitbringen. Komm, nehmen wir mit. Wir müssen aber noch, nein, Stange Zigaretten ist was wert. 50, Alter. Alter. Ja, aber Essen lassen wir da meistens liegen. Ich weiß, es gibt Mods, wo wir auch essen müssen, wie bei New Vegas im Hardcore-Modus. Aber das feiere ich halt nicht so wirklich. Also, nicht bei Fallout 3. Bei Fallout New Vegas natürlich. Aber Fallout 3 finde ich es halt nicht so. Hockeymaske. Nehmen wir doch einfach mal mit. Hört sich gut an. Schmutziges Wasser. Wodka nehmen wir mit. Der bringt auch noch ein bisschen was. Ha, die Munitionskisten. Ah, hier, zum ersten Mal können wir Schlösser knacken. Ja, mit WASD den Schraubenzieher drehen, Maus, die Haarnadel drehen, F, Schloss aufbrechen. Ja, genau. Wir müssen einfach gucken. So, ich erkläre das mal so. Wir drehen jetzt hier die Haarnadel. Hier geht's nicht. Hier dreht sich schon besser und wir haben schon auf. Energiezellen, das ist nicht schlecht. Da müssen wir es halt so ein bisschen ausprobieren, wo es am besten ist. Ach, wir haben hier eine Laserpistole. Okay, wir haben direkt eine Laserpistole am Start. Und eine Kronkorkenmine. Und da noch mal, was? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass im Super Duper Markt so gute Waffen lagen. Also, die ist jetzt nicht so gut, aber eine Laserpistole am Anfang ist auch nicht schlecht. Moment, auf 4 haben wir noch nichts. Da packen wir das mal drauf. So, da hinten sehen wir sie schon wieder. Und wir reparieren mal die Laserpistole. Wo ist sie? Ja. Ja, immer nur noch 5, aber... Ja gut, besser als nichts, ne? Und wir haben halt nicht so viele... Möglichkeiten mit der Jagdflinte, weil wir da nicht so viel Schuss für haben. Ich meine, ich könnte jetzt da hinten so einen Schleichangriff machen, aber ich weiß nicht, ob wir jetzt schon treffen würden. Aber ich kann mich daran erinnern, dass hier mehr waren, oder? Also ich glaube, hier waren mal mehr Raid... Oh, da ist einer. Natürlich voll nicht getroffen, geil. Oh, verdammt. Oh! Nein. Nein! So. Ja, die Laserwaffen haben wir jetzt aber nicht geskillt, das ist das Problem. Wir sind auf jeden Fall sehr ungenau mit der Waffe, möchte ich es mal schön umschreiben. Ja, mach doch Winde da, ey. Gegenstandszustand, so, schweres Wort. Ja, unsere Waffe ist in einem schlechten Zustand. Deswegen... Nehmen wir wieder eine andere Waffe. Ja, yeah! Bam! Weg, Junge. Weg mit dir. So, der hat auch noch ein bisschen was bei. Nehmen wir mit. Oh. Was? Also, das war aber ein voller Treffer. Also, erzähl nix. Ja. Es sollte noch besser werden im Verlauf des Spiels mit meiner Treffsicherheit. Oh, was? Oh, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Wir haben uns gut abgezogen, ey. Aber war nicht gefährlich. Ich muss nicht mal ein Stimpack oder so nehmen, aber... Ja. Die Kronkorkenminen nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Splittergranaten auch. Die hätten uns jetzt gerade geholfen. Wenn wir eine Splittergranate hinwerfen, da wäre Ruhe gewesen. So, ich bin wieder überlastet. Das ist nicht gut. Kleidung. Oh, große... Oh, Sprengstoff plus 5. Ich hab's nicht gewusst, dass wir die hier finden. Nein. Egal. Wir können den reparieren, oder? Ah, den können wir reparieren mit... Blasmeister-Rüstung. Ach, das ist die Rüstung dazu. Ah, okay. Das ist der Blasmeister. Das ist die Blasmeister-Rüstung. Ja, die Namen sind übrigens ziemlich bescheuert. Das müssen wir unbedingt reparieren mit den Peinstachelrüstung, alter Schwede. Die Wörter, ich sag's euch. So, ist jetzt 57. Das können, damit können wir umgehen, würde ich sagen. So, wir haben noch Steppenrüstung hier. Dann können wir doch hier bestimmt noch eine nehmen, um die bisschen teurer zu machen. Jo, passt. Haben wieder ein bisschen Platz. Die Waffen, da haben wir jetzt noch mehr Baseballschläge, Alter. Können wir nicht reparieren, leider. Schade. Elf, Wert 11 ist halt so, für drei Gewicht nicht wirklich gut. Oh, das ist ein geiles Lied. Ich hoffe, das wird nicht geclaimed. Also, dass das Video ganz runter muss. Ich hoffe, das ist einfach nur, ja, sie dürfen es monetarisieren. Das wäre mir dann egal. Also, das können wir natürlich nicht reparieren, wir haben keine andere Jagdflinte dabei. Laserpistole, Luftgewehr, Messer brauchen wir überhaupt nicht. Das Nagelbrett, ja, die sind mir auch eigentlich nicht, die sind auch nicht so viel wert, ne? Gewicht 4, ja, das werfen wir weg, das behalten wir mal. Ja. Was haben wir hier noch? Schachtelzigaretten. Ich glaube, die bringen gar nicht so viel. Ich nehme es mal mit zum Gucken. Aber wie gesagt, ich glaube, die bringen nicht so viel. Oh, 5,56. Nehmen Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Das ist natürlich interessant, weil das gibt uns, müsste uns Feilschen geben, glaube ich. Ja, Feilschen um 1 erhöht. Nein, ich bin blöd. Warum habe ich die Bücher jetzt schon eingesetzt? Es gibt einen Perk, da können wir mehr damit rauskriegen. Verdammt, ich bin doof. Warte, ich muss mal gucken. Ich muss mal immer gucken. Extras? Ach, wir können die Extras hier nicht einsehen, ne? Schade. Da wird, glaube ich, noch ein Extra kommen. Da kann man dann, die Bücher, dass sie mehr bringen. Ach, ich bin doof. Schade. Ah, verdammt, falsches. Falsche Taste wieder. Oh, aufbrechen. Nein. Ja, das geht. Für 18 Schuss 10 mm. Ja gut, wenigstens, ne? Wenigstens ein bisschen was, was wir haben können. Was ist das denn hier? Achso, Schlafenbett. Ich dachte, hier lege ich irgendwas Totes, was wir noch auslooten könnten. Wir müssen übrigens aufpassen. Es kann auch vorkommen, dass hier Fallen liegen. Also wo Raider sind, können auch immer Fallen sein. Da ist noch eine, versteckt. Bügeleisen, Schlüssel der Super-Duper-Apotheke. Das nehmen wir da mit. Zusammen mit der Stange kippen. Lohnt sich natürlich auch immer, wenn man jetzt nicht unbedingt hacken will oder sowas. Rumzugucken. Vieles, nicht alles, bei weitem nicht alles, aber vieles kann man auch aufmachen, indem man Sachen findet. Er sieht nicht mehr so frisch aus. So, ja, wir gehen erstmal in die Apotheke rein. Wir können ja mal aus Spaß trotzdem hacken. Wir müssen halt jetzt die richtigen Wörter finden. Das heißt, hier sind Wörter drin. Jetzt gehen wir einfach mal auf Warning. 3 von 7 korrekt. Dann gucken wir so Warning, was da korrekt sein kann. Meistens ist es das ING am Ende. Hier ist dann noch Gaining. Auch wieder die 3. Und wir haben nur noch 2 Versuche übrig. Ist jetzt hier nicht so wichtig, weil... Oh, 4 richtig. Weil wir einfach den hier machen können. Ist so ein Trick bei Fallout 3. Dann haben wir wieder 4 Versuche, aber müssen halt auch von vorne anfangen hier mit den Wörtern. Und
2 korrekt. 2 korrekt. Sheriff. Selling. Ja, das wäre hier schon mehr. Alles mit Ing fällt jetzt schon mal raus. Selling. Nee, das ist es nicht. Nein. Das ist es auch nicht. Dafür sind da nämlich auch zu wenig Buchstaben, die gleich sind. So, da haben wir das S und mehr nicht. Steril oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, ob die Wörter immer was unbedingt ergeben müssen. Das könnte es aber sein. Nee, schade. Versuchen wir es nochmal. Also damit müsst ihr leben. Ich hoffe, es macht euch trotzdem Spaß, aber das will ich halt, ne? Das will man schon schaffen. Ach, ich bin auch dumm. Ja, es tut mir leid. Wir gehen hier erstmal durch, Secrets. Und dann gehen wir hier durch. Ich bin doof, ich hab's voll vergessen. Ich bin so dumm. Man kann ja die Bomben, also die Bomben hier entfernen, indem man also hier diese Zoom-Klammern anklickt. Dann entfernt man Bomben. Das heißt, man entfernt falsche Aussagen. Oder füllt seine Sachen wieder neu auf. Deswegen habe ich gerade nochmal einen gemacht. Genau, Erlaubnis aufgefüllt. Meistens nur einmal. Also dieses Erlaubnis auffüllen. Ich mache hier mal richtig... Ich kacke richtig rein. Ist nicht schlimm. Ich meine, ich habe das Spiel Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Wirklich Ewigkeiten nicht mehr. So, also wo waren wir? Decried, ne? Secrets waren wir. Secrets, okay. Sermons. 4 von 7. Ich würde sagen, irgendwas mit uns am Ende. Oder auch nicht. Oder Serben oder sowas. Sehr, nein. Sehr. Da ist es doch. Perfekt. Es gibt Erfahrungspunkte und die wollen wir halt haben. Die sind immer schön. So, dann können wir nämlich auf den PC zugreifen und Sperre aufgehoben. Wir hatten den Schlüssel gefunden, also hätten wir uns das jetzt sparen können. Aber wir nehmen natürlich die, die Taschenlampe ist immer noch da. Wir nehmen uns natürlich die Erfahrungspunkte gerne mit. So, was haben wir denn hier noch? Pfeile. Das ist nämlich auch Muni, die wiegt, glaube ich, auch nichts. Was? Junge, kipp doch um. Danke. Ja, jetzt ist die Muni leer, leider. Na. Kein Problem. So, das Bleirohr, das tut ein bisschen was. Kronkorken nehmen wir mit. Die Rüstung, die lasse ich jetzt hier extra mal liegen. Weil das wird wieder den Rahmen sprengen, was wir tragen können. Gibt es da noch mehr? Anscheinend nicht. Dann können wir weiter hier gucken. Oh, wir haben ja auch den Sicherheitsroboter. Den können wir jetzt gleich aktivieren. Ich mache mal Licht an. So, guck mal. Perfekt. Sensormodul und das bringt halt natürlich immer viel. Ledergürtel. Ja, das lohnt sich halt nicht. 5 Gewicht, aber 15, ja, ist nicht so gut. So, das ist sonst nicht so gut. Oh, eine Mini-Atombombe nehmen wir uns natürlich gerne mit. Ich wusste gar nicht, dass sie noch hier liegt. Also, noch hier liegt, ist gut, dass sie hier liegt im Super-Duper-Mart. Eine Zündflamme lassen wir jetzt auch mal hier liegen, weil wir halt sehr knapp am Limit sind. Ja, wir haben nur noch 13 Platz, sonst können wir nicht mehr schnell reisen. Und das wäre schon ziemlich... Oh! Nuka-Cola Quantum. Ja, die Nuka-Colas lassen wir sonst auch erstmal liegen. Wie gesagt, wir müssen gucken. Wir können ja aber wieder zurückkommen, das ist das Schöne an Fallout. Wir können zurückkommen, können uns das immer wiederholen. Auch wenn wir jetzt hier Sachen liegen lassen oder so. Wenn die nicht buggy sind oder sowas, dann können wir eigentlich immer wieder zurückkommen und uns die Sachen holen. Auch wenn wir sie irgendwo hinwerfen.
Mit Y konnte man das nehmen, ne? Ja. Da ist gar nichts drin. Schade. Manchmal verstecken die auch sowas in so Kisten. Das ist dann immer ganz lustig. Ich muss sagen, das macht halt auch Fallout 3 aus. Da haben die sich richtig Mühe mitgegeben und... Ne, das ist auch... Man merkt es. Das Bier wollte ich gar nicht mitnehmen. Warum? Was soll man mit so einem Bier? Es nimmt einfach nur Platz weg. Und es ist verdreckt. Es ist schmutzig. Ja, ja, so viele Bleirohre können wir nicht mehr mitnehmen. Wir können eigentlich gar nichts mehr mitnehmen. Aber wir können ja dann noch tauschen oder so, wenn wir sehen, oh, da ist was Besseres. Zum Glück wiegt die Munition auch nichts. Ein Hoch darauf. Büromitarbeiter-ID. So. Jetzt werde ich mal intelligenter machen. Ich werde erstmal zwei anpingen. Oh, Task ist schon drin. Können wir damit arbeiten. Das ist zum Beispiel nicht. Nein. Das könnte es sein. Ist auch drei. Also dieses ASS ist wohl richtig. Also kann es sein, dass ich gar nicht diesen Trick brauche, also diese Bombenentfernung brauche. Ne, dann brauchen wir sie doch. So, ich hoffe, wir kriegen auch die Erlaubnis aufgefüllt oder alle Bomben weg. Weil das wäre sonst ziemlich beschissen. Ich war ein bisschen zu gierig und wollte direkt alles haben. Erlaubnis nicht aufgefüllt. Aber wir haben noch ein paar Bomben. Da, Erlaubnis aufgefüllt. Wunderbar. So, haben wir noch weitere Bomben, die wir entfernen können? Da haben wir doch. Auch hier ist auch noch. Also manchmal gibt es richtig viel, manchmal hat man Pech und es gibt sehr wenig. Und deswegen ist es eigentlich auch ganz gut, Wissenschaft mehr zu skillen. Werden wir auch bald machen. Hier ist auch noch eine. So, wir haben jetzt einige Bomben entfernt und sollten jetzt eigentlich in der Lage sein, damit klarzukommen. Ach, das ist nicht TAS. Doch, das ist TAS. Das ist Takes. Okay. Aber das hatte ich angewählt. Hier können wir leider nicht hochscrollen. So, da waren drei richtig. Das ist zum Beispiel Ausschlussverfahren. Das könnte es sein. Das ist es. Okay. Ich wollte gerade sagen, das könnte es sein oder das. Aber das ist es direkt. So, Wartungsroutine starten. Achso, Wartung läuft. Ja. Der wird uns jetzt hier die Raider auch so ein bisschen mit vom Hals halten. Solange er lebt. Kleiner Spoiler, er wird nicht allzu lange leben. Ich glaube, das waren alle Raider. Die anderen wären schon längst gekommen. Aber da hinten wollen wir auch nochmal rein. Oh, den haben wir gut zerfetzt. So, das nehmen wir mit. Die nehmen wir auch mit. Das lassen wir weg. So. Ich guck gerade, wir können nämlich die Hockeymaske zum Beispiel. Die können wir reparieren mit der anderen Hockeymaske. Dann haben wir sie ein bisschen mehr wertiger. Was können wir hier noch? Steppenrüstung, ne? Die können wir noch ein bisschen reparieren vielleicht. Okay, 68, ja. Hat jetzt nicht, also die Wertsteigerung war jetzt nicht so wertvoll, aber wir konnten halt nichts mehr tragen. Und ich habe jetzt auch keinen Bock extra wegen so einer dämlichen Rüstung hier hin, weil wir kriegen am Ende noch genug Kronkorken raus. Aber die Muni von denen würde ich halt doch schon gerne mitnehmen. Was? Wo, wo, wo? Da ist er weg. Ey, ich habe gedacht, die wären alle tot. Warum? Warum hat er seinen Kollegen gerade nicht geholfen? Die nehmen wir mit, die passt noch. Junge, er sitzt einfach hier und gammelt und wartet auf uns, während wir seine Kollegen hier gerade erschossen haben. Unglaublich. Ey, unglaublich. Das kannst du keinem erzählen. So, wir versuchen mal die 10 mm von uns zu reparieren. Das geht nicht, weil wir schon eine sehr gut reparierte 10 mm haben. Naja, gut. Aber das können wir reparieren mit der hier. Ja, das ist schon gut. Die können wir auch reparieren. Wie viel gibt die dann? Vier. Oh, das ist nicht schlecht. Die können wir nochmal reparieren. Und was gibt die dann?
Das hat sich nicht gelohnt, aber egal, wir haben... Wir müssen aber erstmal gucken, welcher Händler da genug Kronkorken für hat. Und, ja. Ach, da ist unser Roboter. Unser Sicherheitsroboter. So, ja, wie gesagt. Ich weiß gar nicht, ob man hier noch was finden konnte zwischen den Regalen. Ich weiß gar nicht, ob ich mir je die Mühe gemacht habe, das wirklich komplett im Ganzen nachzugucken. Weil ihr seht ja, da ist schon nicht so viel da. Aber die Folge ist auch, glaube ich, über die neigt sich auch dem Ende zu. Ich bin, glaube ich, schon über einer halben Stunde. Oh. Ja, wie ihr seht, unser Robo, der hilft uns gut. So, die können wir reparieren. Aber brauchen wir gerade auch noch gar nicht. So, was haben wir hier? Hier haben wir Jet. Nehmen wir schon mal mit. Ich glaube, ach hier, Buffout. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier gibt es auch irgendwo noch Buffout. So. Es ist übrigens auch immer sinnvoll, die Toiletten nachzugucken. Also vor allem die Toiletten. Auf den Toiletten findet man meistens den krankesten Scheiß, auch teilweise den lustigsten Scheiß und immer wieder gute Drogen und sowas. Die werde ich in dem Run jetzt übrigens nicht so wirklich nehmen, aber die kannst du immer gut verkaufen. Ein paar Kronkorken stecken wir uns auch ein, Medex. Medex und so natürlich, ne? Die kann man immer wieder verwenden in manchen Bereichen. Aber man kann halt auch süchtig werden. Und ja. Ist dahinter noch was? Ne. Oh, hier muss noch auf. Nein, da ist auch nichts. Gut, dann wollen wir jetzt mal zurück. Wir werden die Aufgabe noch nicht abgeben. Das werden wir in der nächsten Folge machen. Aber was ich jetzt schon mal machen kann... erstmal gucken, ob wir das Vorkriegsgeld alles komplett mitgenommen haben. Ja. Hallo. So, hätten wir die ID jetzt nicht, hätten wir auch ein Problem mit ihm. Haben wir jetzt aber nicht, weil wir die ID haben. So, und was wir machen, ist jetzt erstmal eine Schnellreise. Und natürlich danach entschärfen wir die Atombombe. Weil dann können wir auch mal... Obwohl, das machen wir auch in der nächsten Folge. Ich würde sagen, das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir gehen schon mal hin, weil dann bringe ich auch zuerst... Ja, ich bringe jetzt zuerst Moiras Sachen dann in der nächsten Folge weg. Dann gehen wir schon mal zu Moira hoch. Und dann würde ich hier an der Stelle sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.